Hier konnte ich doch einfach... Ach ja, ich musste da auf der anderen Seite. Man könnte zwar fliehen, aber wir können hier passiv ein bisschen trainieren. Und dann ist der Baum dann auch nicht mehr so schwer. Oder all diese ganzen Viecher im Baum. Hier. Genau. Den hier. Derp. Da, 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 da. Bam, 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 da, 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 da. Oh, der ist sogar gestorben, krass. Sechs Schaden, wirklich, wow. Das war nicht so sonderlich viel. Den hier aus dem Weg, damit ich drum herum kann. Ach nein, ich musste, fuck. Derp, mein Fehler. Fünf Gegner, wow! Das riecht nach Erdbeben. Und nach... Moment mal. Aha. Okay, das wäre Overkill. Dann so und so. Damit dürften hoffentlich alle sterben. Nein, Mist! Kacke! Das dürfte aber ganz viel Erfahrung geben. Vielleicht steigt sogar jemand im Level auf. Wer weiß, wer weiß. Garrett ist Level 8. Vulkan gelernt. Nice. Und zwar der falsche Weg. Ach so. Fuck. So, und jetzt den eins nach unten. Und durch. Venus, Jupiter und Venus. Was war Vulkan? Angriff mit vulkanischer Macht. Das wird schon... Ja, ja. Okay, das Feuer ist jetzt ein wenig... Naja. Naja, was soll's. So, können wir dann weiter? Ich hoffe... Ach nein, er hat sich das so nicht gemerkt, was? Scheiße. So, hier musste man... Hier, ach ja. Den rüber. Das hier war einfach nur nervig. Dass man auch immer warten muss, bis sie am Ende angekommen sind. So, und jetzt einmal um alles drumherum, damit wir den ins Wasser schieben können. Easy. Der zweite Mastchen war irgendwo da oben in dieser verschneiten Gegend. Und Mia hat den ersten Chin bei sich, der zweite... Moment, wen gab's hier alles? Jupiter, Venus, Mars... Was war der letzte? Ah, Merkur, genau, Merkur. Der erste Merkur war dann in diesem Wasser, in diesem Turmdingens. Und das sind, glaube ich, alle, die ich bis dahin kriegen kann. Ich glaube, ich habe alle Djinns bisher. Boah, bin ich K.O. Wovon denn? Hör auf, K.O. zu sein. Sei ein Mann. Und sei nicht K.O. Tu was dagegen. Erheitere mich. Ich bin ja hier schon gerade dabei.
Ich spiele ein sehr tolles Spiel. Hör dir nur die Musik an hier. Ey, Ivan hat schon wieder nur 47. Ivan soll aufhören, unnützlich zu sein. Ach, jetzt müssen wir diesen Kram wieder machen. Fuck. Herpidi derp, pedi derp, derp, derp. So, den eins rüber. Junge, ich hatte eine harte Nacht. Durfte wie im Skype. In Skype steht zur Polizeiwache. Tja. Scheiße, ne? Ich will ja nichts sagen, aber du gibst dich mit den falschen Leuten ab. Kappa. Wirklich? Unbelievable, dude. Die sind, glaube ich, sehr scheiße. Ich glaube, ich muss mit Ivan ein bisschen die... Ich meine, er hat 62 PP. Garrett hat 32. Also die Hälfte. Mit Ivan ist der Einzige, mit dem ich hier ein bisschen... Ich meine, er ist der Mage, okay? Der Mage muss Magie spammen können, sonst wäre er kein richtiger Mage. So, diesmal gehört der Wind Djinn uns. Wenn ich wüsste, hier geht's lang. Zack, zack, hoch. Sind wir nicht schon sogar schon da? Der Mockenspieler. Moment, war das richtig? Venus, ja, okay, stimmt. Blitzstrahl. Die falschen Leute geben sich so mit Geschwister der Richtigen ab. Die falschen Leute geben sich mit Geschwistern der Richtigen ab. Ach so, okay. Okay, ich verstehe alles. Hallo Xone. Erstens, ich habe Zahnschmerzen, XD. Zweitens, warte schon seit fast 2 Stunden auf Pizza. Oh yeah. Yo, Mucke, muck hier nicht auf. Kriegst sie dann umsonst. Hä? Ich musste noch eins weiter hoch, oder? Ja. Ach ja, hier. Drum herumlaufen und nicht ins Spinnennetz rein. Fickt euch. In Amerika ist das so. Wirklich? Oh nein, 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 nicht sterben. Bitte. Wehe, du stirbst, dann werde ich sehr wütend. Er kann ja sowieso erst angreifen. Boom, alle tot, oder? Plasma. Was war Plasma nochmal? Wirklich, was war Plasma nochmal? Es steht nicht, was? Scheiße. Genau, hier rein und da oben den Djinn abholen und dann auf die andere Seite zurück, genau. Murika! Murika! 3 Spinnen? What? Oh, scheiße. Das ist nicht gut. Ach, Plasma, genau. Ja, verreckt.
Yes, alle Spinnen tot. Easy. Okay, er verschwendet dafür jetzt seine Spell, seinen Spell, nicht? Wird man in America zu spät beliefert, auch wenn es eine Minute ist, kostenlos bei den meisten. Ist ja geil. Das nenne ich Service. Wow. Ein 22er Crit, sehr interessant. So, jetzt hier. Wollen wir kurz einen Safe State machen? Nein, ich mag keine Safe States. Safe States sind gay. So. Granit und Esse und Böe. So. Kaboom! Katsching! Moment. Lol, das hat Ivan ja gar keinen Schaden gemacht. Okay, dann gibt's hier Ramses ins Gesicht, Mars ins Gesicht und Jupiter ins Gesicht. Und dann dürfte er hoffentlich kaputt sein. Vielleicht hätte ich auch Xone heilen sollen, nicht das hier, bitte. Nein! Nein! Ich bin so ein dummer Mensch. Ich kann mich nicht erinnern. Fuck me. Oh, Vulkan hätte ich auch machen können, ich Idiot. Fuck. Oh. Ja gut, sterben wir halt einfach nochmal. Wie kann's, warum ist das so schwer? What the fuck? Mann. Ja, toll, danke. Ivan ist der einzige Überlebende. So wieder da, wenn du mich was gefragt hast oder so. Habe ich nicht, das ist alles okay. Wow, Xone läuft sogar kaputt. Krass. Brise. Hebt Widerstand des Teams. Guten Abend, lieber Paul. Tja, wir können nochmal zurück. Lassen wir uns einfach killen? Schon, oder? Moment, hier bin ich eh falsch. Moment, es wäre einfacher, wenn ich runterfalle, da bin ich schneller. Aber ich lasse mich eh jetzt töten. Kann ich bitte in der anderen Stadt wiederbelebt werden? Bitte? Oh, vielen Dank. Ich hatte es mir nicht so schwer in Erinnerung. Vielleicht bist du einfach unterlevelt. Ich bin nicht unterlevelt, ich bin nur viel zu fahrlässig. Ich heile meine Leute nicht im richtigen Moment. Ich denke mir, ja, ja, sie werden schon überleben. Und dann habe ich nichts, womit ich sie wiederbeleben kann. Als ich das zum ersten Mal gespielt habe, bin ich genau diesen Weg gegangen. Ich weiß, dass man theoretisch zuerst nach oben könnte, nach Norden. Aber ich glaube, da wäre ich unterlevelt. Oh, Moment, das war falsch. Scheiße, fuck, die sind alle noch... Nein, fuck. Ach so, es ist nur Xone. Okay, alles klar. Er kann sich selber heilen. Okay, puh, puh. Okay, alles okay, alles okay. Und jetzt haben wir Brise, jetzt ist alles okay. Jetzt können wir auch weitermachen. Ivans Crits sind so lächerlich. 24 Crit? What the fuck? Er ist richtig gelevelt, nur seine Skills sind zu low. Meine Heilungsskills kommen einfach zu spät. So, jetzt dürften wir nicht mehr sterben.
So, diesmal kriegen wir es hin. Diesmal ist easy. Easy peasy. Ach, jetzt können wir nochmal durch den ganzen Wald. Yay! Mann, habe ich einen Bock drauf. Yo, Lukas, hast du mich schon in Skype geaddet? Ich weiß es nicht. Irgendjemand hat mich geaddet, aber ich glaube nicht, dass du das warst. Epoxone, Unskilled Player, Bronze 6. Wood 8. Trifft's besser. Ich bin Wood League 8. Bronze 6. Bronze 6 ist OP, Mann. Die sind viel besser als ich. Das ist scheiße. Den kriegen wir auch so down, oder? LOL. Ja, jetzt mittlerweile dürfte ich nicht mehr unterlevelt sein. Ist es nur fahrlässig, was ich hier mache. Nee, mache ich gleich. Okay. So, den weg, den zurück, den nach unten, den nach oben, den ins Wasser. Easy. Mia konnte doch Leute wiederbeleben, nicht? Oder eine ihrer Djinns konnte das. Irgendwie hat das Level auch ein bisschen damit zu tun, wann welche Gegner spawnen. Atlanta? Ach ja, was war Atlanta? Ich weiß es nicht mehr genau. Oh, ja, das sollte vielleicht nicht Xonel einsetzen. Was war Atlanta? Los, Atlanta! Ach nein, Atalanta, nicht Atlanta. Atalanta. Das hat aber gar nicht so viel Schaden gemacht jetzt. Level up, wuhu! Ach ja, hier, oh. Dieser Kackwald, ne? Obwohl, der Safe State, den ich hätte machen können, der hätte es jetzt gebracht, aber dann würde ich mich nicht so gut fühlen. Safe Staten ist ein bisschen Cheating. Safe Staten macht man nur, wenn es das Spiel nicht anders haben will. Wenn das Spiel irgendeinen riesigen Scheiß macht, dass den Spieler so abfuckt, dass man keinen Bock mehr hat, dann ist es erlaubt zu Safe Staten, sonst nicht. Wie bei einigen Gegnern in Terranigma, da war es ein bisschen kacke. So. Wirklich. Hey, Ivan hat fast 100 KP. Ein Wunder. Krass. Okay, wir haben jetzt drei Djinns, die immer teammäßig irgendwas machen. Der eine erhöht die Kraft, die andere die Verteidigung und den anderen den Widerstand. Was auch immer genau der Unterschied zwischen Verteidigung und Widerstand ist. So, hier hoch, dann über diese drei hier. Oh ja, ich habe hier Plasma, richtig. Wow. Ja, mittlerweile sind die Gegner easy. Ein, zwei Level und schon ist alles easy. Was? Easy peasy. So. Gleich sind wir da. Jupiter ist noch da, okay. Widerstand, magische Def. Ach so. Das ergibt Sinn.
Oh, ich freue mich schon auf die vierfachen Djinn-Attacken. Die sind so awesome. So episch. Das Spiel ist grafisch beeindruckend für ein GBA-Spiel. Nicht wahr?